Ja, moinsen, da bin ich auch schon wieder. Also als erstes mal vorweg, die nächste Folge oder der dritte Teil zu dem Estonia-Unglück oder dem Terroranschlag oder dem Geheimdienst, der Geheimdienstaktion, wie auch immer, wird leider im Moment dauern müssen, weil durch ein Missgeschick meinerseits ich leider einige Recherchearbeit verloren habe und mir das erst alles wieder zusammensuchen muss. Das wird im Moment dauern. Ärgere ich mich ziemlich drüber, lässt sich aber jetzt nicht ändern, was soll ich machen? Als kleine Überbrückung und damit ich jetzt auch nicht so aus dem Fluss rauskomme, dachte ich mir, ich hau einfach mal so das nächste kleine raus und diesmal verschlägt mich das auch direkt auf den Mars. Und der gefährlichen Frage oder der interessanten Frage nach, in Anführungsstrichen, ob es ja, unglaubliche Statuen, ägyptische Statuen auf dem Mars gibt. Jetzt, ne, keine Sorge, nicht Marsgesicht und so was alles, obwohl das könnte man vielleicht auch mal machen und auch diese Pyramiden auf dem Mars könnte ich mal behandeln, aber ich mache erstmal jetzt hier diese tolle Statue, um die es hier geht. Ja, und zwar soll das, wie gesagt, hier eine Statue zu sehen sein und auch andere Strukturen. Also, ne, hier wird noch eine andere angebliche Statue gezeigt und es gibt noch andere Seiten, die verweisen auf diese rechteckigen Höhlen hier und sowas alles und das ist alles ganz schlimm. Das hier ist dieses Foto vom Mars. Kann man sich halt, wie gesagt, wenn man möchte, aufrufen. Habe ich auch schon mal gemacht, sieht man auch gleich, also komme ich gleich nochmal genauer drauf. Wird dann halt schön verglichen mit dem Mount Rushmore hier oben und so und ja, alles ganz schlimm. Halt, wie gesagt, hier ägyptische Statuen ist es und ganz klar alles. Wurde von Aliens gemacht und hier nochmal die Curiosity Rover, der das Bild angeblich geschossen hat. Und ja. Und so weiter. Also zuallererst könnte man vielleicht einmal ein bisschen korrigieren, die Leute hier. Gemacht wurde diese Aufnahme nicht von dem Curiosity Rover, sondern von dem Opportunity Rover. Das hier ist der neueste und modernste, der momentan da oben ist quasi. Aber von dem stammt dieses Bild hier nicht. Ja, kann man sich halt hier, ist am Rande übrigens, also das, was man hier hinten sieht, das ist halt ein riesiger Krater. Der Victoria-Krater ist das, kann man sich ja mal aufrufen, das ist dieser hier und das Bild ist irgendwo hier oben an der Ecke, zeige ich auch gleich nochmal. Hier sind die Bilder von dem Opportunity Rover, die er geschossen hat und ja, das ist halt, und dieses Bild hier geht es, aber das zeige ich ja gleich nochmal. Hier Victoria-Krater, Cap St. Vincent ist das. Das haben wir hier dann nochmal bei Google Earth, da kann man sich ja auch hier oben. Verschiedene Mond, Mars geht halt. Ich habe halt jetzt mal den Mars rausgenommen. Wir können uns dann mal den Victoria-Krater aufrufen und uns den dann halt mal angucken. Das mache ich jetzt mal. So, da fliegt er schon. Also, das ist dieser komische Cap St. Vincent. Das ist diese Spitze hier quasi oder diese hier. Ist von hier, glaube ich, aufgenommen. Soweit ich das jetzt verstanden habe, das Bild. Und ja, zeigt diese Seite hier quasi, wird dargestellt. Also diese, ne, hier, so rum ist das, siehst du, Entschuldigung, so rum war das. Aber von hier hat aufgenommen und diese Seite wird dargestellt von dem Ding. Oder sogar vielleicht sogar von hier fotografiert. Da wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, keine Ahnung. Aber so in dem Dreh passt das ja dann auch von dem Blickwinkel her. Es handelt sich dabei um jenes Bild hier. Vielleicht mal eine ganz interessante Sache vorweg, nur mal so, hat damit gar nichts zu tun, aber ich fand es halt ganz interessant, das auch mal so zu sehen, hatte ich mir so auch noch gar nicht vor Augen geführt. Und zwar sind das hier die Mars Rover, die es gab. Das hier ist der erste, der oben war, dann der zweite und das hier ist der Curiosity, der aktuell oben ist. Das ist ein richtiges Mars Laboratory, also der hat Geräte zur Analyse von Erdboden und sowas alles dabei. Und hier, ne, da wird das dann alles erhitzt und dann werden die Dämpfe da oder die verbrannten Stoffe analysiert und. Und von diesem Gerät quasi wurden die Bilder gemacht. Und damit man da sieht, wie groß diese Geräte sind, hat man da mal einen Menschen nebengestellt. Das fand ich persönlich ganz interessant, weil ich mir das so groß gar nicht, also vor allem den letzten hatte ich mir so groß gar nicht vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber halt doch schon ganz schön quasi so groß wie ein Kleinwagen. So ein bisschen breiter offensichtlich auch. Ja. Schon interessant, wollte ich an dieser Stelle nur einmal erwähnt haben. Also es handelt sich dabei um diesen Vorsprung. Und hier unten sieht man, wer jetzt aufmerksam ist, hat sie schon gesehen. Also hier unten ist eine dieser Statuen. Dann ist hier angeblich irgendwo, ups, Entschuldigung,
Dann ist hier irgendwo soll die nächste sein. Keine Ahnung, hier sehe ich jetzt nicht mal. Hier irgendwo soll die nächste Statue alles drin stehen und und. Und hier sind Höhlen und sowas alles. Hier sehr rechteckig sieht man ja alles. Und alles, was rechteckig ist, ist automatisch menschengemacht, wenn es denn so einfach wäre. Man könnte übrigens dann auch sagen, dass das ganze Ding hier oben menschengemacht ist, weil das sieht ja aus wie hier, keine Ahnung, Machu Picchu oder sonst irgendwo. Also sprich die Steinwände, als ob das alles passgenau zusammengefügt wurde und. Aber ist es nicht, das ist halt einfach tatsächlich natürlicher Bruch. Und ja, ist halt ganz einfach so. Für mich ist das hier, um es mal vorwegzunehmen, jetzt einmal auch natürlichen Ursprungs. Also auch das hier, was hier alles sehr, ja, das ist ja alles schon sehr gerade und. Und dann hier haben wir am Ende genau die Statue. Und dann wird gesagt, das sei auf einer Ebene. Also man hat hier noch so eine Art, hier hat man noch so eine Art Plattform, wo halt gesagt wird, da könnte, hätte ja auch eine Statue drauf stehen können als Beispiel. Und sie sind auch noch auf einer Ebene. Also hier ist die eine Statue. Hier ist die Plattform und das ist ja alles auf einer Ebene. Aber das ist es so nicht. Also man hat diese Striche hier und wenn man das so ein bisschen verfolgt, es ist nicht richtig auf einer Ebene. Aber nun gut, das ist auch letztendlich Latte. Ich glaube halt nicht daran, dass das eine Statue ist. Wobei man einmal sagen muss, das ist, also es wird halt immer ganz gerne mit Ramses zum Beispiel verglichen. Wo man, also man muss halt eben schon sagen, man hat diesen Kopf, es ist ja nicht so, dass da keine Ähnlichkeit jetzt vorhanden ist. Man hat da halt diesen Kopf wie eine Art Bart, hier unten eine Verlängerung dran, hier was in der Mitte, so in der Mitte der Stirn und so. Und das erinnert dann viele an so einen Kopf quasi. Das hier ist jetzt Ramses angeblich. Man hat dann halt immer hier oben in der Mitte der Stirn so eine Kobra oder halt auch manchmal nur so ein, wie so ein Emblem dran gehabt, wo Hieroglyphen drin waren. Man hat den Bart, man hat eine große Kopfbedeckung. Also es ist ja nicht so, dass da keine Ähnlichkeit vorhanden ist, aber man hat halt keinerlei Strukturen hier am Körper. Also das, weißt du, man, wie fehlen die Arme, man hat hier gar nichts, so was ich weitererkennen würde und was ich durchgehen lassen würde als ja okay Kopfstruktur. So, was anderes, was immer ganz gerne vernachlässigt wird, meiner Meinung nach, ist die Größe dieser Statuen. Also wenn es denn Statuen sind, dann, oder es sind dann eigentlich keine Statuen, sondern wenn, dann sind es kleine Figuren. Und zwar ist es die Höhe des Kraters. Also wenn man sich den mal über den Victoria-Krater schlau macht, haben wir ungefähr 730 Meter breit und ungefähr 70 Meter tief. Das kann man auch recht schnell so grob überprüfen. Haben wir hier den, ups, falsch rum, zack, den Krater, machen wir die Linie, jetzt einfach mal hier, zack, zack, kommt sogar hin, 720, je nachdem wahrscheinlich, wo ich hinklicke und wenn man das hier noch mitnimmt, ist das vielleicht noch ein bisschen breiter so, aber roundabout 730, 750 Meter passt, nehme ich. Zur Tiefe kann man auch ein bisschen was sagen und zwar gibt es da, na, wo haben wir es denn, jetzt ist es weg. Habe ich leider schon wieder geschlossen. Aber wer sucht, der findet eine quasi eine Topografieabbildung des Victoria-Kraters, in dem die Tiefen farbig dargestellt sind. Und dann kann man das halt auch sehr schön sich quasi ausrechnen. Also um die 70 Meter, ich sag, dass es noch eher ein bisschen mehr ist, also so 75 Meter ungefähr, ist dieser Krater tief. Und ja, und um wie gesagt, dieses Ding hier hinten geht es, diesen Krater. Und die Höhe dieser Kraterwand ist, das kann man auch selber sich ein bisschen ausrechnen oder so schätzen, sag ich mal, wenn man so den Verlauf des Kraters, also den tiefsten Punkt und dann wie schnell fällt das ab, der Hang und sowas, kann man sich das alles schon selbst ein bisschen rausrechnen, Pi mal Schnauze, also kommt auch gut hin. Die Höhe dieser Felswand ist 12 Meter. Also dieses Gerät hier ist 12 Meter hoch, diese Felswand. Das ist nicht sonderlich hoch. Und das heißt, diese Figur hier ist kaum 1 Meter hoch. Oder ja, nicht mal 1 Meter hoch. Das hier können damit schon mal keine Höhlen sein, sondern dann wäre das ja, keine Ahnung, so 20, 30 Zentimeter vielleicht breit. Das erinnert dann eher an so einen Seelenschacht oder Luftschacht oder wie die auch immer genannt wird, à la Pyramidenstyle. Aber ist es halt nicht. Vor allem, wo soll es hin verlaufen? Ja, es ist halt schon ein wenig. Also diese Figuren sind sehr klein und das, ja, glaube ich dann. Von daher fällt das meiner Meinung nach halt schon mal ein wenig raus. Man hat das Foto auch noch mal ein bisschen in Farbe, kann ich vielleicht auch noch mal zeigen, weil das wird auch recht wenig gezeigt. Ist nur nicht in der ganz so schönen Qualität, weil die Farbkamera damals nicht so gut war.
wie die Schwarz-Weiß, die waren ein bisschen deutlicher. Man sieht halt hier, dass da, also eigentlich ist das, ja, also in Farbe wird es meiner Meinung nach noch deutlicher, dass es sich dabei um eine natürliche Formation handelt und nicht um irgendwelche, welchen wilden Statuen, die von Ägyptern gebaut worden sind. Heißt nicht, dass es jetzt ja, wie gesagt, dass es unmöglich ist. Es gibt ja auf dem Mars jetzt genug Sachen, die mal, wo man zumindest mal hingucken könnte, was sie denn auch immer zu bedeuten, oder was sie auch mal zu bedeuten haben, sei mal alles dahingestellt. Aber ja, wie auch immer. Also wollte ich zumindest an dieser Stelle kurz angemerkt haben. Ich glaube nicht, dass sich das hierbei um ägyptische Statuen handelt. Dafür sind sie mir zu klein. Also weil man ja auch sagen muss, vielleicht nochmal ganz kurz, wir kennen sowas aus Ägypten. Also wir haben diesen Tempel, diesen Ramses-Tempel da, den sie umgesetzt haben. Oh Gott, jetzt peinlich, weil fällt mir gerade der Name nicht ein, liegt mir auf der Zunge. Den sie da umgestellt haben, als sie den Damm da gebaut haben, der ist direkt in eine Felswand reingebaut und auch so aus, keine Ahnung, Tibet oder irgendwie so, also aus dem asiatischen Raum kennt man das halt auch, dass ganze Felswände dann halt bearbeitet sind, aber eigentlich hauen die Ägypter oder haben die Ägypter mehr fertige Statuen quasi angefertigt und sie hingestellt. Und das hier ist ja richtig rausgekloppt aus dem Stein. Und quasi der Stein hält die Statue noch, die Felswand dahinter. Und wie gesagt, man kennt das zwar aus dem asiatischen Raum, dass sowas gemacht wird, aber dann sind das halt immer die ganzen Felswände, die bearbeitet werden meistens. Und also dann wäre hier jetzt, so interpretiere ich das mal jetzt, wäre hier die ganze Steinwand bearbeitet und ganz viele Figuren zu sehen und nicht bloß eine einfach irgendwo in einer zerbrochenen Stück Fels. Also das ist halt für mich nicht nachvollziehbar, warum das so aussehen soll und so. Also das würde ja jeder normale Marsianer würde die Statue ja übersehen. Also die siehst ja gar nicht. Und wie gesagt, hier unten könnte man sonst auch alles sagen. Hat man hier Fußbodenplatten? Also sind das hier Platten, Gehwegplatten? War hier mal ein Gehweg? Also man kann da sehr viel spekulieren, aber es ist halt alles nur Spekulation, die teilweise sogar noch ein bisschen, ja, albern ist, möchte ich fast mal sagen. Ja, wie auch immer, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und bis zum nächsten Mal. Ihr wisst Bescheid.